Pues tenemos Mikro, perfekto, muy bien. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Mitglieder unseres Kreises deutschsprachiger Führungskräfte, ich begrüße Sie ganz herzlich und natürlich in erster Linie darf ich unseren heutigen Ehrengast, Professor Dr. Norbert Walter, begrüßen. Herr Walter, Sie sind Barcelona-Kenner, Barcelona-Insider, trotzdem ein herzliches Willkommen erstmal bei uns im Kreis. Natürlich eine große Freude für mich, unsere Generalkonsulin der Bundesrepublik Deutschland, Christine Gläser, zu begrüßen. Christine, herzlich willkommen. Und mit besonderem Augenmerk suche ich jetzt Pascal Descoster. Pascal, dann ist das unseren Schweizer Konsul. Warum heute mit besonderer Aufmerksamkeitsgrad? Weil heute im Bundesrat, meine Damen und Herren, das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Schweiz und Deutschland wahrscheinlich scheitern wird. Pascal, all eure guten Vorsätze an das Geld der, oder den Deutschen das Geld der Anleger zu geben, müssen noch warten, schauen wir mal, wie es ausgeht. Meine persönliche Meinung dazu ist bekannt, es ist ein Fracasso, dieses Doppelbesteuerungsabkommen ist ungerecht. Aber leider Gottes müssen wir als Demokraten mit geltenden Gesetzen leben. Leider Gottes. Meine Damen und Herren, Norbert Walter einzuladen ist ein bisschen auch das Spiel mit dem Feuer, weil er provoziert gerne mit seinen Äußerungen zum Thema Volkswirtschaft. Und wenn Sie lesen, wir haben gestern Abend darüber gesprochen, lesen Sie, er war der Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Ich denke, es ist zu wenig, ihn darauf zu reduzieren, dass er der Chefvolkswirt der Deutschen Bank war. Viel wichtiger ist schon seine Meinung heute, nicht die Meinung der Vergangenheit. Aber wir haben versucht, gestern zu definieren, was denn so ein Chefvolkswirt machen muss. Und diese Nacht ist mir eingefallen, es ist ungefähr so wie bei den Ärzten. Es gibt die Internisten, die behandeln, und die Pathologen, nach gescheiterter Behandlung sezieren sie. Was ist ein Chefvolkswirt? Das ist eine richtig gute Frage, aber ich weiß die Antwort nicht. Die einzige Antwort, die ich weiß, ist, nahezu jeder, der diesen Titel führt, macht irgendwie etwas anders. Und das hängt vom Haus ab, in dem man tätig ist. Auf der anderen Seite sollte ich eigentlich stolz sein, denn bis ich Chefvolkswirt wurde, gab es den Begriff eigentlich nur im stillen Kämmerlein. Und nachdem ich von der Wissenschaft in eine Bank ging und dort Chefvolkswirt wurde, wurde es schick, Chefvolkswirt zu werden. Andere imitierten auch das Modell, einen Wissenschaftler zu nehmen und damit eine gewisse Objektivität, eine gewisse Forschungsorientierung in diese Arbeit zu bringen. Davor haben Chefvolkswirte eigentlich nur irgendwie eine Stabsfunktion gehabt und manche haben Marketing mitgemacht und manche haben Pressesprecher gemacht für das Haus. Und mein Vorurteil ist, ein Mensch, der Chefvolkswirt sich nennt, sollte unabhängige Forschung machen. Das sollte in der Arbeit dokumentiert sein, aber auch in seiner Rolle dann sich ausdrücken. Man sollte nicht Rollen vermischen, die nicht zusammenpassen. Wenn ich das, was die Deutsche Bank tut, hätte als Pressesprecher vertreten müssen, hätte ich nicht in gleicher Weise neutral für Anleger sagen können, das ist eine gute Entwicklung und das ist eine schlechte Entwicklung. Ich musste auch einmal sagen, wenn meine Mannschaft wie wild Immobilien in Spanien verkauft, dass dies zwar schick ist und im Moment in, aber dass man damit künftige Verluste von Anlegern produziert. Und dazu braucht man Unabhängigkeit. Die habe ich mitgebracht, weil ich Ökonom wurde. Und als ich zur Deutschen Bank ging, hat dann ein Deutsche Bank-Mitarbeiter mich auch gleich gefragt, ob ich wisse, wie lange es dauert, bis man Banker wird. Und dann sagte ich, keine Ahnung, aber Sie wissen ja wohl die Antwort. Deshalb haben Sie ja die Frage gestellt. Sagt er, ja, 30 Jahre. Und dann sagte er, wissen Sie, wie lange es dauert, bis man Deutschbanker wird? Und dann kam die Antwort, 40 Jahre. Als er mir die Frage stellte, war ich 43. Und ich habe ihm gesagt, ihr werdet es nicht glauben, ich arbeite länger, als irgendjemand heute in der Deutschen Bank arbeitet. Ich werde also viel später ausscheiden. Aber trotzdem, bis 83 werde ich es nicht packen. Also blieb ich von Anfang an Ökonom und es wurde auch akzeptiert.
Sie sind ja im Moment viel gefragter Gast und ich würde gerne den Einstieg zu unserem Gespräch heute finden über einen kleinen Spot letzte Woche in NTV. Sie haben eine Kolumne bei NTV. Sie nennt sich Walters Woche. Wir haben heute Walters Freitag. Und vielleicht gucken wir uns mal diesen Spot, Christoph, vielleicht gucken wir uns diesen Spot mal an. Das war Montag. Montag, der 6. Haben wir wirklich nur ein Griechenland-Problem? Oder müssen wir nicht das viel weiter sehen und sagen, wir haben die ganzen südeuropäischen Staaten, wir haben Italien, wir haben Spanien, wir haben Portugal, Irland, lassen wir mal weg. Und das sind ja alles die Länder, von denen wir in den vergangenen 30, 40 Jahren regelmäßig eine Abwertungsnachricht bekamen. Was hat sich geändert? Warum war uns nicht bekannt? Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich als ergänzende Frage zu Herrn Walter noch reinbringen. 1972, Weihnachten 1972, hielt Herr Walter, ich habe mich nicht versprochen, 72, eine seiner ersten Vorträge. Thema dieses Vortrages war Europäische Währungsunion, Traum oder Trauma? 72 ist also mittlerweile 40 Jahre her. Frage heute noch aktuell, ist es Griechenland oder ist es mehr? Es ist sehr viel mehr als Griechenland. Es ist sehr viel mehr als Südeuropa. Und all die Fälle, die Sie, Herr Peters, genannt haben, haben jeweils eigene Strukturen und eigene Qualitäten und bedeutende Unterschiede. Da gibt es hin und wieder mal Ähnlichkeiten. Von den Ländern, die Sie genannt haben, ist vielleicht Portugal ein bisschen so wie Griechenland, aber Spanien ist etwas ganz anderes. Spanien ist eher wie Irland ein Gebiet, in dem es in der Privatwirtschaft dramatische Fehlentwicklungen gab. Und der staatliche Haushalt war nicht das Problem. Wir haben keine Schuldenpolitik in Griechenland, in Irland und in Spanien gehabt. Da war die Finanzpolitik im Verlauf der Jahre bis 2007 überraschend solide. Und was schiefgegangen ist, war der Immobiliensektor insbesondere, dann mitgewachsen und mit Schieflage ausgestattete Bausektor. Das gleiche galt für Irland und in Irland gab es zusätzlich noch eine beachtliche Schieflage des Bankensektors. So, wer so daneben liegt, muss dramatisch schrumpfen. Und bei diesem Schrumpfen gibt es jetzt überspringende Prozesse in die Gesamtwirtschaft, hohe Arbeitslosigkeit, beispielsweise Banken gehen pleite. Und dann muss der Staat in Irland, dann muss der Staat in Spanien zur Rettung antreten. Und dann entstehen dort die Staatsschulden, die in Italien und in Griechenland und zum Teil in Portugal schon vorher das Problem waren. Aber die Welt redet derzeit nur noch über die Euro-Krise und eigentlich ist die ist eine Europakrise, denn Länder mit eigener Währung, mit dem ungarischen Forint zum Beispiel, haben mindestens so große und ähnliche Probleme wie die gerade eben beschriebenen Länder. Und die Engländer haben sich genauso daneben benommen. Die haben über ihre Verhältnisse gelebt in dramatischer Weise, auch dort Real Estate, dort nicht Bausektor, die haben nicht gebaut, die haben nur die Preise für die Immobilien raufgesetzt, weil Griechen statt zu Hause Steuern zu bezahlen, teure Apartments in London kaufen. Und okay, ich könnte noch ein bisschen Gas geben, aber lassen wir das mal. Wir haben also europäische Länder, nicht nur Euro-Länder, die in einem ähnlichen Problem sind und die jetzt korrigieren müssen. Sie haben gemerkt, sie haben über ihre Verhältnisse gelebt und müssen jetzt sparen. Und das eigentliche Problem ist, dass wir uns, wir Europäer uns einreden lassen, dies sei ein europäisches Problem. Das Problem der Staatsverschuldung und der übertriebenen privaten Verschuldung ist kein europäisches Problem. Das ist ein Problem, das in noch dramatischerem Maße die Japaner haben. Das ist in dramatischer Weise im Verlauf der letzten 5 Jahre, in der Schlussphase von Bush und in allen Jahren von Obama in den USA geschehen. Die Staatsdefizite der USA haben ein Ausmaß, das über das Ausmaß der europäischen Defizite weit hinausgeht und in jedem Einzelfall, in jedem Einzeljahr über den europäischen Werten lag, mit Ausnahme Irlands, das einmal 30% Defizit hatte. Und die Staatsschulden der USA erreichen zur Präsidentschaftswahl im November italienisches Ausmaß. Nur sind die Amerikaner so ein bisschen größer als die Italiener. Und
Japan ist bei weitem, was die Staatsschulden anlangt, tiefer in der Tinte als Griechenland. Und das die kriegen das Geld für 1%. Das heißt aber doch, wenn Sie jetzt Amerika ansprechen, dass letztendlich dieser Begriff too big to fail auf Amerika zutreffen würde. Sie drucken Geld ohne Ende. Obama kann im Prinzip froh sein, dass wir eine Eurokrise haben. Das lenkt von seinen Schwierigkeiten ab. Ist das so? Ja, aber am Ende hilft es ja den Amerikanern nicht. Ich wünschte, dass die Amerikaner eine erwachsene Debatte haben. Und ich habe gerade mal diese Woche auch drüben Gas gegeben. Ich habe in New York Op-Ed gestern drin gehabt und ich habe bei PBS auch nochmal Gas gegeben. Und mein Vorurteil lautet, die Amerikaner, die seit Jahrzehnten unter Drogen leben, haben in diesem Jahr nochmal eine größere Dosis Drogen sich verabreicht, monetär und finanzpolitisch, weil niemand, der mit hoher Arbeitslosigkeit zur Wahlurne kommt, wiedergewählt wird. Also macht Obama, was er tut. Aber wer auch immer gewählt wird, auch wenn Obama wiedergewählt wird, oder aber wenn wir einen anderen bekommen, wen auch immer, von den Republikanern, werden wir eine Korrektur amerikanischer Wirtschaftspolitik im nächsten Jahr haben. Wir werden die Drogen absetzen und der Patient wird schrecklich schreien in den USA. Und die Weltwirtschaft wird darunter dramatisch mitleiden. Wir werden also im nächsten Jahr eine neue Sau haben, die wir durchs Dorf treiben. Aber Sie haben ja in Ihrem Buch, warum unser Kontinent es wert ist, dass wir um ihn kämpfen, sprechen Sie noch den Dollar und den Euro an. Und dann habe ich weitergeblättert, da kommt auch noch was zum Yen. Da haben wir gerade darüber gesprochen. Und da stellt sich für mich natürlich auch als Investor die Frage, der Euro ist krank, der Dollar ist krank, der Yen ist krank. Wo investieren wir denn? Renminbi? Ja, also wer in Renminbi oder in britische Pfund oder in Schweizer Franken investieren will, ist liebenswert, ein bisschen geht, aber wenn man Kaffee in Mokkatassen einfüllt, läuft das immer sehr schnell über. Mit anderen Worten, es ist die Liquidität, die in einen Dollar oder in einen Euroraum passt, passt in einfach nichts sonst hinein, wenn die Bürger, wenn die Anleger in andere Währungen fliehen, treibt man die Kurse dieser Währungen so dramatisch hoch, dass die wirtschaftliche Logik komplett aus dem Lot geht. Und dann machen Schweizer einfach die Entscheidung, 1,20 ist genug. Wechselkurs Schweizer Franken zum Euro. Und die Zentralbank hält den Wechselkurs fest. Das ist ganz interessant, in einer Zeit, in der alle Welt sagt, Euro-Krise und den Euro abmelden will, bindet die solideste Gesellschaft der Welt, die Schweiz, ihre Währung an diese Wackelwährung. Das kann man so sehen, Herr Walter, nur hat die Schweiz das nicht gemacht, dann haben wir den Generalkonsul hier, weil sie Angst um ihre Exporte hatte. Ja, natürlich, aber das ist ein wichtiger Teil, den bestimmte Leute in den Kapitalmärkten einfach zu ignorieren bereit sind. Und ich finde es außerordentlich wichtig, dass es verantwortliche Intervenierer gibt, die sagen, die ökonomische Logik ist nunmehr komplett aus dem Lot und wir sorgen mit unserer Intervention dafür, dass es nicht noch schlimmer wird. Ich habe 1997, als wir eine Asienkrise hatten und die internationalen Anleger den Hang Seng verdroschen haben und unter 6.000 getrieben haben, als einziger Ökonom auf diesem Globus die Hongkonger Regierung dafür gelobt, dass sie in ihren eigenen Aktienmarkt investiert hat. Meine Kollegen Ökonomen haben gesagt, jetzt ist er völlig verrückt geworden, dieser Walter. Jetzt belobe ich da auch noch Leute, die Steuergeld für unsinnige Interventionen im Aktienmarkt verschwenden. Die gleichen Damen und Herren Analysten haben 4 Monate später, als der Aktienindex Hongkongs nicht mehr bei 6.000, sondern bei 11.000 stand, ihren Kunden dringend empfohlen, den Hang Seng zu kaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, könntet ihr euch wenigstens mal entschuldigen, aber das ist nicht die Eigenschaft von Leuten, die darauf sich verlassen können, dass der Markt ein Gedächtnis hat, das wie ein Sieb ist. Aber das heißt, wenn Sie
diese Entwicklung ansprechen, dass man im Prinzip die Bundesregierung dafür loben muss, dass sie in die Commerzbank investiert hat? Das ist eine spannende Frage und ich bin ein bisschen befangen an dieser Stelle. Zuerst mal, ich glaube, dass Herr Blessing der beste deutsche Banker ist, den wir im Moment haben. Und ich verstehe auch, dass eine Regierung ein vitales Interesse verspürt, in einem Markt nicht ein Monopol entstehen zu lassen. Das heißt, in dem wichtigen Markt private Banken wenigstens zwei formidable Player zu haben. Das verstehe ich beides ziemlich gut. Aber ich weiß natürlich auch, welche Bürden die Allianz und auch andere diesem Gesamtkunstwerk, das Herr Blessing jetzt zu steuern hat, hinterlassen haben. Und ich weiß deshalb, wie schwer es ist, daraus einen Erfolg zu machen. Und da sieht es natürlich so aus, als ob die Eigenkapitaleinschüsse der Bundesregierung gutes Geld nach Schlechtem geworfen seien. Aber ich verstehe die zwei Motivationen, sah aber auch, welche Leichen im Keller liegen und bin nicht verblüfft, dass es jetzt so schwer ist. Wird die Commerzbank überleben? Das wird möglicherweise noch einmal den Einsatz von Steuerzahlergeld erfordern. Letzte Woche ist die Dexia Bank übernommen worden in der großen Aktion. Ist das das Schicksal, was wahrscheinlich der Commerzbank bevorstehen wird? Das nochmal, ich weiß das nicht und wir werden an irgendeiner Stelle auch über die Frage, müssen es deutsche Eigentümer sein, offen nachdenken. Wir haben schließlich bei bayerischen Bankeinrichtungen auch akzeptiert, transnational zu denken. Jetzt können Sie auch sagen, Sie sind befangen. Kommen wir auf die zweite deutsche Großbank zu sprechen, die Deutsche Bank. Jetzt können Sie natürlich auch sagen, Sie sind befangen. Ist der Ackermann-Weg zu sagen, wer öffentliche Mittel in Anspruch nimmt, sollte sich schämen? Oder dass er jetzt Herrn Draghi wieder eine Absage erteilt hat, als die EZB zur Gelddruckmaschine gegriffen hat. Ist das der richtige Weg, dass Sie sagen, die Bank macht sich unabhängig? Oder ist es so, dass man, wie Draghi dann auch gesagt hat, dass das so Muskelspielchen sind, die da veranstaltet werden? Auch Frau Merkel war mit Herrn Ackermann in dieser Reaktion nicht glücklich. Ich verstehe beide Seiten. Ich bin sehr dafür, dass die Deutsche Bank alle Versuche macht, auf eigenen Beinen ihr Geschäftsmodell aufgebaut zu halten. Ich würde allerdings der Bank raten, das zu tun und nicht darüber zu reden. Tue Gutes und schweige. Ich würde sagen, tue das Richtige und schweige und lass deine Kunden begreifen, dass du das für deine Pflicht hältst und für die Grundlage für ein gutes Geschäftsmodell, aber noch einmal nicht drüber reden. Ich weiß, dass es gute Gründe gibt, dann, wenn man einigen im Markt Eigenkapital zuschießen muss von der staatlichen Seite. Ich weiß, dass es klug ist, darüber nachzudenken, ob dann, wenn einige im Markt solche Mittel dann nicht nur nicht brauchen, sondern alle auch sagen, was? Tun wir was anderes? Sie sehen, die Krise spannend ist, macht erst vor dem Akku nicht spannend. Okay. Ja, gut, besser? Es ist wichtig, dass wir auch zum Beispiel verstehen, dass die Amerikaner, bei denen ähnliche Verhältnisse vorlagen, dann den privaten Banken nicht überlassen haben, ob sie staatliche Mittel nehmen. Sie haben zwangsweise allen staatliche Mittel gegeben, damit durch das staatliche Mittelvergeben nicht eine Diskriminierung einiger Bankinstitute entstanden ist im Urteil der Kunden. Auch für diese Haltung von Timothy Geithner habe ich volles Verständnis. Ich wollte beide Argumente vorgetragen haben. Das ist ein wirkliches Dilemma. Noch einmal, die Grundhaltung, ohne staatliches Geld auszukommen und auskommen zu wollen, halte ich für höchst unterstützungswürdig. Wenn man das aber laut herumtönt, macht man damit das Leben für andere, die sich auf dem Weg zur Korrektur befinden, noch schwerer. Und ein Staat hat das Recht, dass er solche Wirkungen begrenzen will.
Allerdings, wenn man dann, wie das in Europa der Fall ist, nicht nur in Deutschland, wenn man jemandem, dem man staatliche Mittel gibt, dann praktisch die Handlungsfreiheit für die Geschäftspolitik nimmt, was in Europa wegen der Neiddebatte unvermeidlich ist, dann ist natürlich klar, dass sich jemand sehr auf die Hinterbeine setzt, um staatliche Hilfe, die er nicht braucht, auch nicht anzunehmen, weil er die Fesseln, die damit verbunden sind, natürlich für sich in keinem Fall akzeptieren will. Meinen Sie die 8 Millionen Jahresgehalt? Da wird darüber geredet, dass vor allem der CEO und sein Gehalt gemeint ist. Das ist aber eben nicht alles. Ich halte übrigens die Debatte über die Besoldung von CEOs für ziemlich daneben. Das ist fast irrelevant und außer für das Bedienen des Neids nicht wesentlich. Es wäre für mich viel wichtiger, dass wir endlich eine Besoldungspolitik in Finanzinstituten haben, die Anreize schafft, kundenorientiert zu agieren. Und dazu wäre es für mich zuerst mal erforderlich, dass alle das Risiko eines Hauses analysierenden und kontrollierenden Einheiten der Bank keine Boni, die abhängig sind von den Geschäftsergebnissen der Geschäftsbereiche, bekommen. Das heißt, der Aufsichtsrat kriegt keine Boni, die Rechtsabteilung bekommt keine Boni, die Analyseabteilung bekommt keine Boni, die Compliance-Abteilung bekommt keine Boni. Die kriegen Festgehalt. Amen. Das wäre viel wichtiger. Und es wäre außerordentlich wichtig, dass das, was auf den Weg gebracht wurde, nämlich eine Relation von Boni zu Festgehalt, ernster zu nehmen und auch dafür zu sorgen, dass die Boni erst dann ausgezahlt werden, wenn ein nachhaltiger Ertrag für die Bank zustande gekommen oder für das Finanzinstitut zustande gekommen ist. In den Versicherungen ist das für die Strukturvertriebe längst erfolgt. Die Strukturvertriebe kriegen eine Bonifikation für ihre Abschlüsse erst, wenn ein bestimmter Kontrakt über 5 Jahre gelaufen ist. Nicht bei Abschluss, sondern bei 5 Jahre erfolgreichem Verlauf eines solchen Prozesses. Das sind Schlussfolgerungen, die wären es wert, ernst genommen zu werden und regulatorisch abgesichert zu werden. Wir haben eine Debatte, die eigentlich nur den Neid der Öffentlichkeit bedient und damit aber leider nicht zur Sanierung der Finanzinstitute beiträgt. Nur der Neid der Öffentlichkeit hat allerdings auch Auswirkungen auf das Verhalten der Öffentlichkeit. Und letztendlich jedes Institut ist nicht von der Öffentlichkeit abhängig, aber von den Kunden. Und die Kunden sind Öffentlichkeit. Ja. Sie, aber Ihre These würde ja dazu führen, dass die Leistungsbereitschaft abnehmen würde, aber Leistungserfolg würde dann nicht mehr bezahlt werden. Doch, ich bin ja dafür, dass wir Bonifikationen haben für diejenigen, die die nachhaltige Geschäftserträge. Ja, genau. Und ich würde auch gerne irgendwie sozusagen einen Value Added für Kunden zur Basis von Boni machen wollen. Kundenumfrage bei den Kunden und ja, der Mitarbeiter danach bezahlt. Mindestens als Element in der Bonifikation. Ja. Grundsätzlich zu Banken. Wenn ich mit einer Bilanz zu einer Bank gehen würde, die der Bankbilanz entsprechen würde, was das Eigenkapital angeht, würde man mich nach Hause schicken. Ja, weil sie sagen, du hast zu wenig Eigenkapital. Banken arbeiten mit Eigenkapitalquoten im Moment noch zwischen 7% und 9%, und wir wären alle froh, wenn sie 9% hätten, und sollen auf 11% ja kommen. Halten Sie die Tatsache, dass man das Kapital der Banken verstärken muss, für den richtigen Weg, die Vertrauenskrise zu beheben? Das ist das wichtigste Element. Ich habe aber ein paar Elemente angedeutet, die ich gerne zusätzlich haben würde. Ich bin aber der Meinung, die Eigenkapitalunterlegung, die robustere Eigenkapitalunterlegung ist wahrscheinlich der wichtigste Teil der Veränderung, die wir in der nächsten Zeit auf den Weg bringen müssen. Und zwar nicht erst 2019. Ich akzeptiere, dass wir eine Kreditklemme für eine gewisse Zeit haben, damit die Sanierung der Banken sozusagen mit Vorrang geschieht. Ich komme nochmal auf meine Eingangsfrage zurück auf Griechenland. Die gesamte Staatsverschuldung Griechenlands beträgt 350 Milliarden Euro. Wenn ich das zusammennehme, was seit 2008 zu dem Thema Griechenland in das griechische System gepusht worden ist, haben wir das, glaube ich, fast erreicht. Ein bisschen übertrieben hier, so ein bisschen noch zugespitzt formuliert. Wir diskutieren aber Euro-Rettungsschirme, die in Größenordnung 1000 Millionen Euro gehen. Ja. Milliarden Euro gehen. Die Problematik, die ich
wo ich nachfragen möchte, ist, wir kamen eben auf Italien zu sprechen. Ich gehe nochmal auf den Kern zurück. Ist nicht das viel größere Übel in Europa im Moment Italien? Nein, Italien hat sein Problem schon vor 10 Jahren erkannt und hat sein Problem begonnen zu adressieren und hat in den letzten 5 Jahren nahezu keine Fehler mehr gemacht, sondern hat unter der Regierung, die unsere Aufmerksamkeit ganz auf das Show-Element richtete, hat uns verwirrt. Wir haben einen Finanzminister, Giuliano Tremonti, gehabt, der solide Arbeit gemacht hat und in ganz schwierigen Zeiten, 2008, 2009, ist dort die Staatsverschuldung zum Sozialprodukt nicht angestiegen. In einer Rezession wurde dort nicht dramatische Expansionspolitik gemacht, wie praktisch überall, wie auch in Deutschland. Mit anderen Worten, die Italiener haben vor 10 Jahren begriffen, dass sie ein Problem haben, vor 5 Jahren begonnen, wirklich mit guten Schritten und mit guten Maßnahmen das Problem zu lösen zu beginnen. Die Italiener haben anders als die Griechen oder anders als die Deutschen ihre staatliche Verschuldung bei heimischen Sparern untergebracht. Mit anderen Worten, es sind nicht Ausländer, die die italienische Staatsschuld halten, sondern es sind Italiener, die die italienische Staatsschuld halten. Und das bedeutet, dass die Verhältnisse andere sind. Die Italiener haben eine ganze Menge von Vermögen. Dieses Vermögen können sie einsetzen. Die können sich selber, nach meiner Einschätzung, aus ihrer misslichen Lage herausbewegen. Die sind nicht auf fremde Hilfe angewiesen. Sie müssen allerdings natürlich weiter wichtige Dinge auf den Weg bringen. Und das Allerwichtigste wäre, dass sie ihre Wettbewerbsfähigkeit, ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen, die sie im Verlauf der letzten 10 Jahre durch Preis- und Kostensteigerungen weit über das Maß hinaus, das ihre Konkurrenten in der Währungsunion zu Hause realisiert haben, hinausgegangen sind. Das ist nicht ein bisschen, sondern das sind so ungefähr 20% Schieflage. Mit anderen Worten, die Italiener haben jetzt vor sich, übrigens die Spanier auch, 5 bis 10 Jahre keine Einkommenssteigerungen für die privaten Haushalte. Und dann werden sie in 5 bis 10 Jahren wieder wettbewerbsfähig sein können im Vergleich zu den Nordlichtern. Und das wird eine schwierige Phase sein, aber wer über die Verhältnisse lebt, wer über seine Verhältnisse gewachsen ist in der Vergangenheit, der muss das in einer Währungsunion dann eben korrigieren. Das geht aber. Die Deutschen haben eine ziemlich gleich große Schieflage im Jahre 1995 gehabt, nach einer ziemlich verkorksten deutschen Einigung, ökonomisch verkorksten deutschen Einigung. Wir haben 2000 Milliarden Euro für die deutsche Einigung ausgegeben. Jedes Jahr seit deutscher Einigung 4% unseres Sozialprodukts für die deutsche Einigung. Wir haben, um das zu leisten, auf Wohlstandssteigerungen in dieser Zeit verzichtet und leider auch noch unseren Staatsschuldenstand von 60% auf 80% des Sozialprodukts heraufgesetzt. Ich habe diese deutschen Zahlen genannt, weil wir immer so tun, als ob man unter einer Last, wie sie jetzt für die Rettung Südeuropas debattiert wird, umkommen müsse. Das sind in deutsche Bankjargon Peanuts. Aber ich würde gerne nochmal auf eine Passage aus Ihrem Buch zurückkommen, die mich sehr erschreckt hat, nicht überrascht, aber dann doch letztendlich erschreckt, das schwarz auf weiß nochmal zu lesen. Frankreich. Im Moment lebt Frankreich ja von der hervorragenden Situation, dass Merkozy, das Gespann Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, gemeinsam auftreten. Und meine These zu dem Thema ist, dass nur durch dieses gemeinsame Auftreten von Sarkozy mit Merkel, Sarkozy in der Lage ist, von der Problematik Frankreich abzulenken. Stimmt das, was ich da sage? Nein, ich bin über Frankreich bin ich nicht so besorgt, wie ich über Italien oder Spanien besorgt bin. Belgien? Belgien ist ein anderer Fall. Das ist, glücklicherweise ist Belgien eingebunden und die brauchen ja
eineinhalb Jahre lang keine Regierung und kommen trotzdem von kommen besser oder vorher. Kommen gut zurecht. Also, aber Frankreich ist zu bedeutend und Frankreich braucht natürlich auch Gestaltung. Frankreich hat jetzt auch ein Wettbewerbsfähigkeitsproblem. Auch die Franzosen müssen über mehrere Jahre ihren Gürtel länger schnallen und sich mehr anstrengen. Aber bei den Franzosen gibt es eine gute Perspektive. Die haben eine andere demografische Perspektive als die Spanier oder die Italiener oder die Deutschen. Die Franzosen haben Kinder und nicht nur die arabisch sprechenden in Frankreich Lebenden haben mehr Kinder. Auch die Franzosen, auch die Bildungsbürger Frankreichs haben mehr Kinder. Dort gibt es eine Unternehmerschaft, dort gibt es eine Gesellschaft, die die Kombination von Erwerbstätigkeit von Frau und Familie virtuos kombiniert. Dort gibt es Ganztagsschulen beispielsweise, um nur ein Stichwort zu nennen. Und es gibt da viele andere Elemente auch. Mit anderen Worten, auf mittlere Frist mache ich mir um die Franzosen weniger Sorgen. Die können aus ihren Problemen herauswachsen, wenn sie nur anpacken. Also mit 35-Stunden-Woche natürlich nicht. Aber man kann ja 42 Stunden arbeiten, das ist nicht gesundheitsgefährdend. Ich übe das jetzt schon ziemlich lange. Ich habe auch 25 Jahre mit 80 Stunden pro Woche geübt und das geht auch relativ gut. Nicht ideal, wenn muss man also eine Frau haben, die irgendwie besonders zu einem hält. Also ich schlage nicht 80 Stunden pro Woche vor, aber 42 schlage ich vor. Und wenn die Franzosen 42 Stunden arbeiten, können die eine ganze Menge erreichen. Also das Frankreich ist doable, würde ich sagen. Aber die werden jetzt auch 5 Jahre harte Anpassung vor sich haben. Und das Sarkozy sagt, das, was die Deutschen gemacht haben nach 95, ist etwas, was wir uns ruhig anschauen sollten, ist sehr nützlich. Die brauchen einen Harz. Die brauchen einen Schröder. Ob Hollande, der Schröder... Sie beziehen sich jetzt auf die Gesetzgebung, weniger auf die Anzüge oder weniger auf die Feste von Hans. Ja. Ja, wir haben vor lauter Begeisterung für das, was in den bunten Blättern steht, das, was bestimmte Regierungen getan haben und was bestimmte Personen getan haben, schlicht und einfach nicht mehr zur Kenntnis genommen, geschweige denn gewürdigt. Und ich halte nichts von einem solchen Leben, wie es da der ein oder andere für sich offenkundig in Anspruch nimmt. Aber ich kann differenzieren und kann beobachten, dass Fordern und Fördern für den deutschen Arbeitsmarkt ein Segen war und dass wir deshalb heute so viele Arbeitsplätze haben und so viele weitere Arbeitsplätze schaffen, weil es diese Reformen gab. Und ohne Rot-Grün, ohne Joschka Fischer und ohne Gerhard Schröder hätten wir keine Unternehmenssteuern, die auf jenem niedrigen Niveau sind, die wir derzeit in Deutschland haben. Und wir hätten nicht so viele Investitionen und nicht so viel Flexibilität als Konsequenz. Ich bin CDU-Mitglied, damit also nicht irgendjemand denkt, ich sei hier auf der falschen Hochzeit. Aber wenn die SPD oder die Grünen etwas richtig machen, dann ist für mich als CDU-Mitglied das deshalb auch nicht schlecht, sondern einfach bleibt es gut. Wenn man davon profitiert. CDU davon profitieren kann. Ich denke, die CDU profitiert sehr stark von der Agenda 2010, von Schröder heute, wie Sie eben sagen. Jetzt kommen wir aber genau zu dem Thema, das jetzt ein bisschen eingreife. Mit der Frage nach Frankreich habe ich so ein bisschen den Bogen schlagen wollen zwischen der wirtschaftlichen Situation und der politischen Situation. Ist die Rolle Deutschlands, expressiv habe ich es gesagt, von Angela Merkel, politisch zu stark im Moment, um Akzeptanz zu erreichen? Weil ich denke, die Bewegung, die man hier jetzt sieht in Griechenland, dass wir im Fernsehen gezeigt werden mit Nazi-Aufmärschen aus dem Dritten Reich, dass Angela Merkel in NS-Uniform gezeigt werden. Ist das so das Ergebnis, dass wir zu dominant sind in diesem Thema? Also ich würde, Sie haben ja gesehen, was ich zu den Bayern gesagt habe, gerade im Spot. Also ich würde gerne für sensible Reaktionen unsererseits votieren. Manche Leute meinen aber, sensibel sein hieße Schmusekurs fahren. Das meine ich nicht. Ich meine ausdrücklich, dass das, was notwendig ist, das sollte man seinen Kindern und auch Partnern sagen, die von einem Hilfe haben wollen. Das muss mit Ernst und Klarheit formuliert sein. Aber sollte gleichzeitig auch mit Rücksichtnahme verbunden sein. Es sollte über die Frage, ob man Freund und Unterstützer ist, kein Zweifel aufkommen.
Und das kriegen wir nicht gut hin. Wir sollten dabei noch ein bisschen in die Schule gehen. Also wir könnten ruhig diplomatischer werden. Dem würde ich das Wort reden. Ich würde aber nicht sagen, wir sollten weicher werden. Und das, was Frau Merkel tut, ist in meinem Urteil ziemlich nah am Optimum gelegen. Es ist zäh und nachhaltig, ohne auftrumpfend zu sein. Es sind eigentlich die Töne, die aus anderen Ecken der deutschen Gaue kommen, die diese Störungen auslösen, als das, was Frau Merkel sagt und tut. Der Herr Kauder müsste auch immer ein bisschen besser aufpassen. Also aus Stuttgart kommend sollte man nicht so viel davon reden, dass Deutsch geredet wird. Ja. Fast sprachlos. Ja. Wir sind ja alle noch jung, Herr Walter, insofern muss ich zur nächsten Frage kommen. Als ich vor 4-5 Jahren investierte, sagte ich zu mir selber, es kann eigentlich nur Inflation geben. Und habe natürlich dann darauf gesetzt, dass es Inflation geben wird. Es hat keine Inflation gegeben. Wird es Inflation geben? Also wer das Ende, den Tod der Inflation erklärt, hat immer verloren. Ich tue das deshalb nicht. Aber die Frage eingegrenzt auf einen bestimmten Zeitraum und auf eine bestimmte Region oder eine Kategorie von Ländern, das traue ich mir zu. Und das Verdikt von Norbert Walter lautet, das, was in den letzten 15 Jahren in Japan geschehen ist, ist wahrscheinlich ein besseres Muster für das, was im alten Europa demnächst in den nächsten 10 Jahren geschehen wird, als irgendein anderes Szenario. Mit anderen Worten, das, was ich gerade eben skizziert habe, wird dazu führen, dass wir bremsende Finanzpolitik, schwaches Wachstum, Schwierigkeiten zur Kostenüberwälzung und damit niedrige Inflationsraten haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine hohe Inflation oder gar eine galoppierende Inflation im alten Europa bekommen, halte ich für praktisch vernachlässigbar. Das halte ich für so unwahrscheinlich, dass ich darauf nicht investiere. Ich weiß aber, dass es einige gibt, die anderer Meinung sind. Und man sieht es am Gold, man sieht es auch am Kauf, am späten Kauf von Immobilien in Deutschland im Moment. Das ist etwas, was in anderen Teilen Europas gar nicht recht wahrgenommen wurde. Deutschland hat im Jahre 2011 richtig hingeklotzt. Im Baubereich, im Immobilienbereich. Die Immobilienpreise sind klar gestiegen, in den Ballungsräumen deutlich gestiegen. Und wir haben eine Bauproduktionssteigerung von satten 10% gehabt. Das gibt es sonst nirgendwo. Das hat natürlich zum Teil auch mit den Konjunkturprogrammen zu tun und mit dem Straßenbau und mit den energieeffizienzsteigenden, zum Teil subventionierten Investitionen. Aber es ist auch eine ganze Menge an recht davon unabhängigem Wohnungsbau in Zuzugsgebieten. Und das drückt auch aus, dass die Leute meinem Urteil in Bezug auf Inflation eher wohl keine Aufmerksamkeit schenken. Sonst würden sie da nicht so eindeutig geben. Ein anderer Punkt, der Umstand, dass wir von einem DAX, der unter 5.000 war und mittlerweile bei fast 6.800 sind, ist Hinweis darauf, dass die Leute auch sagen, Aktien sind ein besserer Schutz gegenüber Inflation als irgendwas anderes. Wir lassen mal das Kaufen von Anleihen im Moment. Und das passt also, im Moment passt mehr Anlegerverhalten zur Hypothese, es kommt Inflation, als zu meiner Hypothese, wir haben Stagnation und sehr niedrige Inflationsraten. Ich trenne jetzt nochmal Deutschland vom Rest der Welt. Werden wir in Deutschland, das Jahr 2012 ist ja fast vorbei, eine Rezession bekommen oder nicht? Ich vermute, dass wir auch wie Europa im vierten und ersten Quartal einen Rückgang des Sozialprodukts hatten. Und üblicherweise definiert man eine Rezession, wenn zwei Quartale hintereinander das Sozialprodukt schrumpft. Die Veränderungsraten werden nach meiner Einschätzung nicht längere Zeit unter Wasser bleiben und sie werden in keinem Fall
Prozesse, kumulative Prozesse auslösen wie nach Lehmann. Also ich erwarte nicht minus 4 oder minus 5. Nirgendwo. Na, nirgendwo ist falsch. Es gibt ein paar Länder im Süden Europas, die solche Raten haben. Aber abgesehen von diesen Problemländern werden wir solche Prozesse eher nicht haben. Auch nicht in Frankreich, auch nicht in Italien. Und insofern ist das eine kurze und eine flache Rezession. Aber eigentlich ist die wichtige Botschaft, die Ken Rogoff auch formuliert hat, und er hat sie zu Recht für die Weltwirtschaft formuliert, und die heißt Great Contraction. Wir werden also eine lange Periode schwachen Wachstums haben als Weltwirtschaft. Das ist das Eigentliche, worauf es sich einzustellen gilt. Und was jetzt passiert, das Zyklische, ist nicht sehr dramatisch. Ist nicht so dramatisch wie nach Lehmann. Zweimal Sätze zu Asien. Wir leben in Europa, im europäischen Wirtschaftsraum, mit rund 350, 400 Millionen Menschen. Gleiche Menge können wir in den Vereinigten Staaten ansehen. Nordamerika hat ein bisschen mehr, wenn man dann noch die anderen Staaten dazu nimmt, Mexiko, Kanada. Im Verhältnis zu Asien sind das Ziffern, über die man eigentlich nicht sprechen muss. China 1,2 Milliarden, Indien 1 Milliarde, Pakistan 500 Millionen. Spielt da in Zukunft die Musik wieder? Wir sind in dem Jahr, in dem die Bedeutung, die Sozialproduktbedeutung der Emerging Markets, die der alten Welt überschreitet. Mit anderen Worten, die Schwellenländer und die Entwicklungsländer sind ab jetzt die Hauptsache, nicht mehr die Nebensache. Wir, die alte Welt, die Hauptsache waren über hunderte von Jahren, wir werden ja weniger bedeutend sein. Und dieser Bedeutungsverlust wird besonders ausgeprägt für Japan und für Europa. Die Amerikaner halten sich relativ gut. Aber der Zugewinn ist klar in den Emerging Markets und in Entwicklungsländern. Und wir sollten durchaus beobachten, dass eben nicht nur Südostasien ist, sondern eben auch Lateinamerika. Und dass der vergessene Kontinent, Afrika, nunmehr seit 15 Jahren mit gut 5% wächst und allem Anschein nach die Perspektive hat, dieses Wachstum aufrechtzuerhalten. Da gibt es alle Sorten von Problemen. Bad Governance ist nach wie vor in ganz vielen Plätzen zu beobachten. Und dieser arabische Frühling vom letzten Jahr ist ein sehr schwer einzuordnender Prozess. Und meine Sorge ist, dass das Glück der friedlichen Revolution im kommunistischen Bereich uns dort nicht widerfahren wird. Also eher Skepsis im politischen und was die politische Stabilität anlangt. Aber ökonomisch gesehen ist es klar, wir, die alte Welt, werden zunehmend zur Nebensache, und in den nächsten 5 Jahren wird der Bedeutungszuwachs von Schwellenländern und Entwicklungsländern noch schneller vorangehen, als er in den letzten 30 Jahren vorangegangen ist. Deshalb, weil wir langsamer wachsen und die ungefähr so weiter wachsen wie bisher. Ich würde gerne auf einen Begriff zurückkommen, der vollkommen unwissenschaftlich ist. Der Begriff heißt Vertrauen. Ich persönlich halte es für sehr wichtig, dass von politischer Seite Vertrauen geschafft wird. Da gehört eine gewisse Stabilität zu, eine Berechenbarkeit gehört dazu. Glauben Sie auch, dass es das ist, was vielleicht in Europa fehlt, dass die politischen, der Spruch politische Börsen haben kurze Beine, ist allen bekannt, dass die Politik es einfach nicht schafft, über einen Zeitraum einer Wahlperiode hinaus Vertrauen ins System zu bringen? Ich würde da gerne ganz bewusst wieder den Blick über Europa zuerst hinausrichten. Wissen Sie noch, und glauben Sie, dass es sich noch lohnt, den Namen des japanischen Premiers zu kennen? Bei der Häufigkeit, wie die in Japan wechseln, ist ja fast wie in Italien. Italien hat die 62. Nachkriegsregierung. Ja. Insofern ist das. Wie wird die politische Führung wohl in den USA unter Romney oder Gingrich oder wohl so werden? Aber das ist ja die Frage, die ich wirklich in den Raum stelle. Ja. Das ist das, ich sage mal, das große Glück, ich bin ein großer Verfechter von Stabilität. Und ich denke, dass Deutschland
wirkte für Deutschland ein Glücksfall war, dass wir in der schwierigsten Phase 2008 eine große Koalition hatten. Wir sehen in Spanien, was los ist, heute ein ganz wichtiger Tag. Wir werden heute eine Arbeitsmarktreform kraft Gesetzes bekommen. Pensionsalter 67 hat hier zu Skandalen geführt, ersten Ranges. In Deutschland hat über diese Erhöhung des Pensionsalters so gut wie keiner gesprochen. Es sei denn, er war persönlich betroffen. Also, ich würde halt eben gerne gesagt haben wollen, dass die politische Führung derzeit in der alten Welt große Mangelware ist. Ja. Und dass wir in einer ganzen Reihe von jungen Ländern keine überzeugenden, wirklich politischen Führungen auch haben. Es gibt nur ganz wenige Länder, bei denen man derzeit sagen würde, es ist eine gute politische Führung. Und ich würde das beispielsweise nicht an der Berliner Koalition derzeit festmachen. Das ist sicherlich eine lausige Koalition. Sprechen Sie von der auf Landesebene Berlin oder auf der Bundesebene? Auf der Bundesebene. Ich meine, diese schwarz-gelbe Koalition ist eine lausige Koalition. Ja. Aber wir haben das Glück, dass der einzige Mann Europas an der Spitze der deutschen Regierung steht. Männer haben irgendwie verlernt, dass ein Kapitän der Letzte ist, der von Bord geht. Und insofern, okay, also ich bin mit der Persönlichkeit an der Spitze der deutschen Regierung, bin ich geradezu der Meinung, das ist eine der letzten Hoffnungen, an die man sich in dieser Hinsicht klammern kann und die auch so gesehen wird, international so gesehen wird. Es ist nur in der CSU beispielsweise immer noch nicht ganz klar, dass das so ist. Ja? Aber sonst wo begreift man das schon? So. Aber CSU ist und, auch unerlässlich. Ich will noch einen Satz sagen. Ich bin über die deutsche politische Stabilität erfreut, weil ich gleichzeitig auch beobachte, dass dann, wenn der Söder und der Horsti wieder nicht mitspielen, dass dann eine wichtige Frage europäischer Politik auch mit der Zustimmung einer durch Steinmeier geführten SPD-Fraktion gelingt. Wir haben dadurch, dass die SPD eine verlässlich staatstragende Partei ist, auch in schwierigen Zeiten eine politische Stabilität, um die uns andere zu Recht beneiden. Nur wir merken das immer wieder nicht. Ich würde gerne mir auch sagen, ich war ein Auffresser von Tarifparteien. Ich konnte kaum etwas so wenig leiden wie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Ich muss einräumen, dass die Kombination von Lothar Huber und Walter Kannengießer im Metallbereich für die Gestaltung des deutschen Arbeitsmarktes eine ausnehmende Gnade waren. Ohne diese beiden und ohne die Gestaltung im Metallbereich in Richtung Flexibilität, in Richtung Bereitschaft auf Marktbedingungen einzugehen, hätten wir Deutschen nicht die Wettbewerbsfähigkeit, die wir haben. Mit anderen Worten, die politische Stabilität nur immer an Regierungen festzumachen, ist nicht gut genug. In Ländern wie unseren Ländern, europäischen Ländern, wo kooperative Führung eben dann auch Tarifparteien mit einbezieht, logisch mit einbezieht, sind auch solche Überlegungen von Bedeutung. Und wir haben eine Menge an Stabilität auf diese Weise bekommen. Und wir haben selbst unsere NGOs, sind wahrscheinlich von Lenin richtig beschrieben worden. Der sagte, wenn Deutsche zur Revolution auf den Bahnhof gehen, lösen sie eine Bahnsteigkarte. Das ist der Grund, warum man in Spanien die Deutschen die Cabezas Cuadradas nennt. Das ist also eine Mentalitätssache. Aber ich glaube, dass auch diese Tatsache, dass wir Vorsorge geprägt sind, eine Stärke der Deutschen ist. Und das ist, glaube ich, das, was hier in Spanien fehlt. Wir sehen es jetzt an der heutigen Entscheidung. Die Regierung entscheidet ja nur, weil sich eben die Tarifpartner nicht einigen konnten. Und ich denke, was Sie sagen, trifft das ein bisschen wieder, was ich vorher gefragt habe, diese Vertrauensebene. Und wir sind in der Lage, tatsächlich durch Tarifpartner Vertrauen zu schaffen.
Und hier stellen sich, und das muss man vielleicht auch mit der jungen Demokratie Spaniens zugute halten, stellen sich alle Parteien, sowohl die politischen als auch die Tarifparteien, unversöhnlich gegenüber. Und ich glaube, das ist die große Stärke, die wir in Deutschland haben, dass über die Historie hinweg diese Parteien ein partnerschaftliches Verhältnis aufgebaut haben. Ich empfinde, dass wir in Deutschland gerade auch bei der Zusammenarbeit von Tarifparteien im Verlauf der letzten 15 Jahre eine nennenswerte Besserung haben im Vergleich zu dem, was etwa von Anfang der 70er Jahre bis Anfang der 90er Jahre passierte. Da haben wir viel Unsinn gehabt. Ich denke an so eine Klunkerrunde im Jahr 1974 mit 14% Lohnsteigerung in Deutschland. Das war nicht von der Art, von der ich sagen würde, dass dies in diesem Sinne konstruktiv ist. Wo legen Sie denn im Moment Ihr Geld an, Herr Wolter? So vorhanden, sage ich. Ganz liquide. Und ich weiß, dass ich damit nicht einmal den Realwert meines Vermögens sichere. Aber meine Familie ist friedlich und drängt mich nicht zu höherem Risiko. Ich muss dazu sagen, Herr Walter hat in Anführungszeichen nur zwei Töchter. Der männliche Einfluss der Familie ist stark reduziert. Und ich sorge lieber dafür, dass die ein bisschen was verdienen können, als dass sie risikoreicher investieren. Was würden Sie... Sie haben in einem Interview gesagt, Sie haben dank Unternehmensanleihen im Automobilsektor Ihr Depot halten können. Der Realwert meines Vermögens hat sich im Verlauf der letzten 2,5 Jahre nur durch eine Reihe von größeren Engagements in Unternehmensanleihen erhalten. Und ich konnte auf diese Weise die Verluste, die ich in Aktienengagements im Energiesektor habe, ausgleichen. Sie haben es hier eben kurz angesprochen. Wir haben ja wieder Vertrauen gefasst in Aktien. Aktienmarkt 6.700, der DAX per heute. Das heißt, in ein gutes Depot gehören Aktien. Gold. Ich habe einen relativ kleinen Aktienanteil und ich werde in der nächsten Zeit Aktien angesichts des Umstandes, dass alle anderen eher so sind, wie Sie gerade eben beschrieben haben mit Ihrer Frage, eher auf Gold und auf Aktien abfahren. Ich werde in der nächsten Zeit immer dann, wenn alle abfahren, aussteigen. Und ich werde, weil ich mich einigermaßen darauf verlasse, dass wir auch wieder schlechte zyklische Zeiten haben und dieser Prozess auch wieder korrigiert wird, wieder Aktien zu niedrigeren Kursen kaufen können als zu 6.700. Also ich werde derzeit zum Trader für Aktien. Ich verkaufe bei über 6.000 und kaufe bei unter 5.000 den DAX und bin immer noch zögerlich bei Finanzwerten und nachdem ich mir die Finger verbrannt habe, auch bei Energiewerten. Ich bin sicher, die Mehrheit hofft jetzt, dass Sie nicht dazu kommen werden zu kaufen, weil der DAX nicht unter 5.000 fällt. Ich hoffe das mit Ihnen, aber ich sage Ihnen, ich werde mich davon nicht beeindrucken lassen, von meiner Hoffnung, ich werde gemäß meinen Erwartungen handeln. Okay, ich würde die Runde gerne öffnen, Herr Walter, auf einige Fragen, die wir zum Thema Otto. Schönen guten Tag, sehr interessanter Vortrag. Zwei Fragen, ganz kurz. Einmal, Sie sprachen von den drogenabhängigen Amerika und wie der Patient schreien wird. Können Sie das ein bisschen weiter erläutern, was das für Auswirkungen hat? Und eine zweite Frage, die mich brennend interessiert, wenn eines der Länder, zum Beispiel Spanien, Griechenland, aus dem Euro ausscheiden sollte, wie könnte das technisch vonstatten gehen? Das habe ich immer noch nicht begriffen, da habe ich so kleine Finger zu. Ja, mit zweiter Frage, Daniel, dann noch dazu. Okay, auch Mikro kommt. Sind Sie aufnahmebereit? Ja. Also vielen Dank für Ihre klaren Worte. Sie sind ja auch religiös. Ist am Ende Religion und Wirtschaftswissenschaft nicht dasselbe? Beide studieren Bücher. Die eine die Bibel, die anderen Wirtschaftslehrbücher. Und in beiden Fällen muss man glauben, was man liest. Man muss Vertrauen haben in das Liest, damit es dann auch zu eigener Realität wird. Und doch, wenn wir ehrlich sind, wissen wir nicht, was nach dem Tod passiert. Und wir wissen auch nicht, was nach einem Systemcrash passiert. Meine Frage, wie sollte man mit diesem Nichtwissen umgehen? Sollten wir mehr Vertrauen haben in diese Bücher
oder eher weniger vertrauen? Also ein Buch, was 2000 Jahre alt ist, kann man vertrauen, so für die 10 oder 15 sind, bin ich mir nicht sicher. Aber ich frage nicht an mein Alter. Insofern ist das, legen wir das mal los. USA, wie geht das mit dem Drogenabsatz? Kommt darauf an. Wenn Obama wieder gewählt wird, wird es klug sein, keine Verteidigungswerte zu besitzen. Denn es wird massiv im Verteidigungshaushalt gekürzt. Wenn die Republikaner gewinnen, wird massiv im Sozialhaushalt gekürzt. Dann sollte man nicht in Krankenhäusern investiert sein oder in solchen Sachen. Ob in den USA der Zins steigt, entscheiden nicht die Amerikaner, das entscheiden die Chinesen und die Länder mit Ölüberschuss. Ob die weiter Fannie und Freddie in US Treasuries kaufen oder nicht. Wenn die lieber deutsche Mittelstandsfirmen kaufen oder Land in Afrika oder noch so ein bisschen was, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Zinsen in den USA hochgehen. Und dann würde in den USA, wenn die Zinsen hochgehen, alles, was zinsabhängig ist, brutal unter Druck geraten. Also nochmal der Immobilienmarkt. Und Amerikaner können ja irgendwie dauerhafte Konsumgüter nicht aus verdientem Einkommen kaufen. Das entspricht nicht ihrer Wesenshaltung. Wenn da also der Zins steigt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das auch die Verbrauchs-, die langlebigen Gebrauchsgüter dramatisch trifft. Also Möbel und Autos. So. Jetzt war Ihre zweite Frage, habe ich nicht mehr im Kopf. Da ging es um die Frage der Bücher, Bibel, was war da? Nein, hier hinten war die Frage des technischen. Ach, technisches Ausscheiden. Das ja, danke. Genau, technisches Ausscheiden. Also zuerst, dass man die neue nationale Währung schneller einführt als den Euro, das heißt schneller als in einem Prozess von ungefähr 2 Jahren, ist eher unrealistisch. Mit anderen Worten, selbst wenn man jetzt entschiede, würde man mindestens 2 Jahre Übergang haben. Dann gibt es so einen schönen Spruch in der linken Szene. Stell dir vor, es ist Krieg und es geht keiner hin. Stellen Sie sich bitte vor, Sie geben die Drachme aus, aber keiner will sie. Weil Sie den Leuten gesagt haben, wir wollen die Drachme, damit wir unsere eigene hohe Inflationsrate machen können und abwerfen können. Stellen Sie sich bitte vor, da soll es Leute geben, die haben jetzt den Euro in der Tasche. Die kriegen jetzt gesagt, demnächst habt ihr ein Geld mit hoher, steigender Inflationsrate und ständigen Abwertungen gegenüber allem anderen. Die werden dann alle mit großem Hurra diese Währung natürlich begeistert annehmen. Okay. Also es könnte sein, stell dir vor, es ist Krieg, stell dir vor, da ist eine Drachma, aber keiner will sie. Die behalten ihr ihre 500-Euro-Scheine und sie legen auch ihr Geld lieber in ausländischen Banken an, als in griechischen Banken. So, okay. Ein Drittel der Einlagen sind aus griechischen Banken abgezogen worden. Jetzt, weil solche Perspektiven debattiert werden. Okay. So, also Schwierigkeiten aller Orten, das umzusetzen. Und natürlich gäbe es dann in Europa danach schon auch wieder Wechselkurseffekte. Und welche Wirkungen die haben, können wir ganz gut beobachten. Es gibt einen BDI-Präsidenten, früheren BDI-Präsidenten, hat irgendwie so einen Namen wie so irgendeine Firma, die Waschmittel herstellt oder so. Und dieser Mann weiß ganz genau, wie die neue Lösung, die neue währungspolitische Lösung für Europa ausschaut. Da gibt es einen Süd- und einen Nordeuro. Und der weiß auch ganz genau, dass Frankreich zum Südeuro gehört. Wenn durch Airbus eine Währungsgrenze verläuft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass in Finkenwerder größere Teile des Airbus hergestellt werden, vergleichsweise bescheiden.
Okay, ich wollte Ihnen andeuten, was uns da alles ins Haus stünde, wenn man dieses Experiment pflegt. Und, okay, Religion. Ja. Also, ich rate Ihnen, dass Sie die wichtigen Bücher von Benedikt lesen. Die sind nicht so alt wie die Bibel, aber dort wird von Vernunft und Glaube gesprochen. Und genau davon würde ich sprechen. Und das gilt tatsächlich beides für beide Felder, für Religion und für Wirtschaftswissenschaft. Zu glauben, dass man alles wisse, ist nicht klug. Und dennoch ist es äußerst unklug, seine Vernunft nicht vollständig und umfassend zu gebrauchen. Das heißt, alles, was ich begreifen kann, alles, was ich mir erarbeiten kann, habe ich nach meiner Einschätzung als Pflicht zu erledigen. Aber danach kommen immer noch Entscheidungen, die zu treffen sind, für die wir die Erhellung durch das Nachdenken nicht haben. Und auch dort müssen wir Entscheidungen treffen. Und dazu brauchen wir Glaube. Und Glaube heißt Perzeptionen, die aber nicht sicher sind. Und dazu gehören dann auch Szenarienplanungen. Die Großfamilie Walter hat sich an Ostern 2011 hingesetzt und hat gesagt, strategisch müssen wir auch die Katastrophe bedenken. Und dann haben wir gesagt, wir müssen der Katastrophe dann auch eine Wahrscheinlichkeit des Eintritts geben. Wir haben ja die Wahrscheinlichkeit von 20% gegeben. Europa bewegt sich wieder in Gegensätzlichkeiten, in nationalistische Aufteilung. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir dann immer noch überleben, dass wir immer noch was zu essen haben und dass es uns nicht kalt wird. Und dazu, alle haben einen Kamin, alle haben einen Gaskocher und Gasflaschen, Flüssiggas, damit bei Energieausfällen und so weiter. Wir haben alle funktionsfähige Fahrräder, denn dann, wenn es keine Energie mehr gibt, keinen Sprit mehr gibt, wollen wir uns wenigstens in unserem Umkreis sachordentlich bewegen können. So. Und dann 15% Land- und Forstbesitz, damit wir was zum Heizen haben und wissen, wo unsere Kartoffeln, unsere Setzlinge reinstecken. Und wir haben auch nachgeguckt, es gibt in der Großfamilie auch jemanden, der schlachten kann. So. Aber 80% unseres Nachdenkens, unserer Ressourcen, wenden wir nicht auf das Risikoszenario, sondern auf ein Szenario, dass wir uns konstruktiv und kooperativ in Europa weiterentwickeln. Aber ich wollte mit der etwas präziseren Beschreibung des Szenarios Krise andeuten, dass wir uns richtig konkrete Gedanken gemacht haben. Und wir wissen auch, dass wir gute Vorhängeschlösser brauchen für einen guten Keller, damit die Kartoffeln nicht nur produziert werden können, sondern auch sicher aufbewahrt. Weitere Fragen? Zwei kurze Fragen. Die erste. Was meinen Sie zur These, oder was man ab und zu mal hört oder liest? Man sollte lieber, anstatt dass man öffentliche Gelder an den Banken gibt, damit sie sich sanieren, sollte man diese Gelder der Bevölkerung geben, damit sie in der Lage sind, die Hypotheke zu zahlen. So bräuchten sich die Banken nicht zu sanieren. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, was meinen Sie zu einer europäischen Ratingagentur? Ratingagentur, okay. Fred, wenn du dann noch anschließen könntest. Guten Tag, mein Name ist Hoffmann. Ich habe hier einen kleinen Betrieb im Beleuchtungssektor und bin Hersteller und exportiere Gott sei Dank viel, sonst wäre die Situation dramatisch. So wie sie bei meinem Großteil meiner Lieferanten ist. Die meisten haben kaum noch Aufträge, sehr viele davon, und betteln beinahe nach Aufträgen. Die Situation, wenn das so weitergeht, nochmal sagen wir ein halbes Jahr mit dieser Politik, ich weiß nicht, wie dann 25% Arbeitslose noch von 17 Millionen, 16 Millionen beitragspflichtigen, steuerzahlenden, aktiven Leuten bezahlt verhalten werden können, weil von den Rentnern abgesehen, Studenten und Funktionäre und so weiter, die auch im Übermaß da sind mit, ich weiß nicht, wie viel Autonomien, also Landesregierungen und so weiter. Also ich habe ein sehr pessimistisches Gefühl. Noch nie habe ich das seit 40 Jahren in Spanien so gesehen wie heute.
Und ich denke, das geht in ganz Südeuropa, ist das eine ähnliche Situation. Die Schere zwischen den starken Ländern wird immer größer, zum Olivengürtel, können wir mal so nennen. Und ein letztes, es helfen nur meiner Meinung nach besondere Hilfsmaßnahmen für uns. Und jetzt die Frage, Fred? Ja. Ob man an diese Hilfsmaßnahmen, ob da irgendwas gedacht wird oder ob wir uns hier mehr oder weniger, das ist es, mit der Sparpolitik beinahe zu Tode sparen, dass der Patient dabei drauf geht. Das ist die Frage. Geld an die Bürger statt an die Banken. Ich verstehe das Argument. Ich glaube in der Tat, dass es keine Lösung ist. Wir haben beobachtet, wie ökonomisch die Folgen sind, wenn man eine Bank wie Lehman pleite gehen lässt. Das noch ein paar Mal zu probieren, schien mir halsbrecherisch. Ich würde das niemandem empfehlen. Wenn ich das niemandem empfehle, heißt das nicht, dass ich nach der Rettung nicht auch entschlossen an die Sanierung der Banken ginge. Ich bin Gott und der Europäischen Kommission, vor allem aber den Wettbewerbskommissaren dankbar, dass von dort massiver Druck gekommen ist, dass sich die Banken in Richtung Sanierung bewegen, dass die Geschäftsmodelle, die alten, nicht fortgesetzt werden konnten. Mit nationalen Regierungen hätten wir den gleichen Reformprozess nicht zustande gebracht. Weil alle Subventionen durch Brüssel strikt kontrolliert werden, haben wir den Unsinn deutscher Landesbanken weitgehend hinter uns gebracht. So, also wir brauchen nicht nur Bankenrettung, wir brauchen auch Bankensanierung. Und dabei ist nicht alles gut gegangen und nicht alles rasch genug gegangen, aber das ist die richtige Richtung. Europäische Ratingagentur. Ich bin für Wettbewerb. Ich möchte, dass Airbus mit Boeing konkurriert. Ich möchte, dass der Euro mit dem Dollar konkurriert. Ich würde auch gerne eine größere Vielfalt von Ratingagenturen haben. Die Europäer sind aber in meinem Urteil strukturell, die Kontinentaleuropäer präziser, sind in meinem Urteil strukturell ungeeignet, eine Ratingagentur zu organisieren, weil ein guter Kontinentaleuropäer ein guter Spezialist ist und darauf besteht, dass er nur gut ist, wenn er tief sich in seinem Feld einbohrt. Ein guter Kontinentaleuropäer wird zum Superspezialisten, zum Superprofi für ein Teilgebiet. Und er besteht darauf, dass er auf alle anderen Menschen in seiner Gesellschaft herunterschaut. Also deutsche Ingenieure sind einfach über alles. Deutsche Politiker sind über alles. Deutsche Juristen sind über alles. Sie sind jeweils für sich einfach klasse. Und sie sprechen nicht miteinander. Und das Ergebnis ist, wir können gegenüber Angelsachsen, die von Kind an das interdisziplinäre Denken und Handeln pflegen. Wir können denen für die Aufgabe, die eine Ratingagentur hat, nicht das Wasser reichen. Eine Ratingagentur muss Spezialist sein für Steuerfragen, Bilanzfragen, Technologiefragen, Politikentwicklungsfragen. Und wer das alles nicht gleichzeitig kann und wer das nicht alles gleichzeitig verbinden kann, kann keine gute Ratingagentur sein. Wir werden das nie hinkriegen. Lassen Sie mich deshalb, ich bin deshalb so grob, ich habe in der Deutschen Bank mit anderen kontinentaleuropäischen Banken von 1990 bis 1995 den Versuch gemacht, eine solche europäische Ratingagentur auf die Beine zu stellen. Und wir sind an uns gescheitert. Wir werden das jetzt wieder probieren. Ich hoffe, es wird besser. Allein mir fehlt der rechte Glaube. Das heißt aber nicht, dass ich nichts tun will. Was ich tun möchte, ist, dass die Regulatoren der Welt verbieten, dass Ratingagenturen von denen bezahlt werden, die die Wertpapiere emittieren, sondern von denen bezahlt werden, die eine gute Beurteilung der emittierten Wertpapiere brauchen, die Anleger. Ich sage es noch konkreter, die Sparkassen
Genossenschaftsbanken, die Lebensversicherungen, die Pensionsfonds, die sind es, die die Ratingagentur bezahlen muss. Und da die das nicht verstehen, muss der Regulator sie dazu verdonnern. Nur so geht's. Das gäbe dann die richtigen Einflüsse auf die Arbeit der Ratingagentur. Da haben derzeit das Europäische Parlament hat so ein paar Sachen vor, die wollen die Modelle von Ratingagenturen immer vorgelegt bekommen, bevor die angewendet werden dürfen. Und dann entscheidet der entsprechende Ausschuss des Europäischen Parlaments, ob das ein gutes Modell ist. Solchen Kinderkram können wir natürlich probieren, aber das wird außer Debatten nichts geben. Wir brauchen die andere Regulierung. So, Spanien, zu Tode sparen, wie andere südeuropäische Länder. Das sieht so aus, viele Ökonomen sagen dasselbe, betonen das amerikanisch, Joe Stiglitz, Paul Krugman. Ich befinde mich im anderen Boot. Ich glaube, dass es keine Alternative gibt zu den Fehlanpassungen, die wir in Südeuropa gemacht haben, aber eben nicht nur in Südeuropa, sondern auch in England oder in den USA. Das übliche Verhältnisleben muss korrigiert werden. Das heißt, der Bausektor muss schrumpfen, der Immobiliensektor muss schrumpfen, der Finanzsektor muss schrumpfen. Das wird schmerzhaft sein, dass wir die Wachstumsraten dämpfen, als die Deutschen nach der deutschen Einigung auch einen zu großen Bausektor und zu großen Immobiliensektor hatten, mussten sie von 1995 bis 2005 schrumpfen. Wir galten als der kranke Mann Europas. Der kranke Mann Europa hat sich in dieser Zeit, in der er krank genannt wurde, erholt. Genau das gibt es jetzt andernorts auch zu korrigieren. Bei Spanien bin ich einigermaßen sicher, dass die Schieflage im Immobilienbereich und im Bausektor bedeuten, dass wir auch im Falle Spaniens, etwa wie im Falle Deutschlands, wegen der demografischen Perspektive eine 10-jährige Anpassungsphase vor uns haben. 10 Jahre Schrumpfung des Immobilien- und Bausektors, und das wird natürlich die gewohnte Wachstumsrate von 4% leicht halbieren, wenn alles andere gut geht. Und es wird nicht alles andere gut gehen. Mit anderen Worten, da gibt es auch Jahre mit Nullwachstum. Das wird nach meiner Einschätzung zu ertragen sein. Aber Spiralbewegungen nach unten, das muss nicht sein. Und das mit der Arbeitslosigkeit, wir sollten ruhig noch ein bisschen engagierter sein, als wir es sind. Es gibt Märkte, in denen Arbeitskräfte knapp sind. Und in Zukunft wird es noch mehr Märkte geben, wo Arbeitskräfte knapp sind. Und dann sollten wir mithelfen, dass junge Griechen, die arbeitslos sind, und junge Spanier, die arbeitslos sind, in anderen Teilen Europas, wo sie dringend gebraucht werden, eine Chance haben. Und dazu müssen wir ein bisschen mobiler werden, aber nicht viel. Das ist machbar. Geht das politisch gut? Geht das politisch schief? Das wissen wir nicht. Aber die, die erwachsen sind und die, die international sind, sollten mithelfen, dass die Möglichkeiten, die wir haben, entschlossener genutzt werden, als das derzeit der Fall ist. Vielen Dank, Herr Dr. Walter, für Ihre klaren Worte, für Ihre Aussagen, die uns nachdenklich gestimmt haben, für Ihren Einblick. Ich würde gerne den Teil des Interviews mit Ihnen mit 2 Sätzen abschließen dürfen. Erstens mit einem Zitat von John F. Kennedy, Entschuldigung, der gesagt hat, im Chinesischen besteht das Schriftzeichen für das Wort Krise aus 2 Zeichen. Das erste Zeichen heißt Gefahr, das zweite Zeichen heißt Gelegenheit. Und ganz zum Schluss zu Ihren Ausführungen, Herr Dr. Walter, würde ich gerne aus Ihrem Buch zitieren, und zwar die Widmung Ihres Buches. Meinen Enkeln und ihren Freunden, damit sie Europa erkennen, verstehen, es schätzen, bewahren und mit anderen teilen. Bessere Wünsche kann man für uns nicht haben. Vielen Dank, Herr Dr. Walter.